Attack on Titan ist mit Kapitel 139 zu Ende und ich bin gebrochen. Das abwartende Ende war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich hatte ähnliche Vibes wie damals bei Neon Genesis Evangelion, wo ich das Ende gehasst, geliebt, gehasst und dann wieder geliebt habe. Bei welchem Resultat ich bei Attack on Titan stehen geblieben bin, werdet ihr noch in dieser Review erfahren. Bevor ich jedoch detailliert Bezug zum Ende der Serie nehme, für alle Anime-Onlys oder Leute, die einfach so auf das Video geklickt haben. Ich werde den Manga von Attack on Titan für den ersten Part dieses Video hier nicht spoilern. Ich möchte als allererstes meine Gefühle zum Ende ohne Spoiler hier loswerden. Welche Legacy hat uns Attack on Titan hinterlassen? Doch bevor ich das tue, und ich hoffe, da können viele mir folgen, egal welche Meinung ihr zum Ende der Serie aktuell habt, danke Isayama Sensei für diesen unglaublichen Manga. Attack on Titan hat diese ganze Ära geprägt und ist einer der legendärsten Titel, die wir überhaupt im Medium Anime oder Manga haben. Es ist phänomenal. Wirklich, eine Serie, wo irgendwelche nackten Titanen Jojo-Poses raushauen, gibt uns eine Story, die uns wirklich zum Nachdenken bringt, unseren Gegenüber nicht nur mit Hass und Vorurteilen entgegenzutreten, sondern dass wir wirklich versuchen sollen, ihn zu verstehen. Denn oftmals ist es so, dass sie einem ähnlicher sind, als man eigentlich denkt. Also, zuallererst möchte ich hier eine Sache sagen. Ich werde vermutlich in der nächsten Zeit vielleicht auch für immer nie wieder Spoiler lesen. Ich möchte keinem, der Spoiler liest, das Ganze kaputt machen. Das kann interessant sein, das wissen viele Oldschool-Zuschauer von mir. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe mich ein klein wenig von der Negativität von dem Attack on Titan Fandom zu den Spoilern dieses Kapitel mitreißen lassen. Ich war nie vom Camp, dass alles versaut ist, aber ich hatte eine Idee gehabt, wie Attack on Titan zu Ende gehen sollte. Und diese Idee hat sich in mir seit Wochen und Monaten gefestigt. Und als diese Idee dann nicht ansatzweise irgendwie erreicht wurde, war ich im ersten Moment enttäuscht. Aber nicht enttäuscht darüber, dass Isayama uns irgendwie in den Stich gelassen hat oder nicht das Ende geschrieben hat, was man von ihm erwartet hat. Es war einfach wirklich mein 12-jähriges Anime-Ich, das enttäuscht war, dass Son Goku nicht Super Saiyan 5 geht, weil es ja meine Theorie gewesen ist. Also ich hatte wirklich dieses Nostalgiegefühl der Enttäuschung, aber kein wahres Gefühl der Enttäuschung, dass ich wirklich, wirklich upset bin damit, wie Isayama die Serie hat enden lassen. Was ich mir gedacht habe, werde ich wie gesagt im zweiten Teil der Review erwähnen, weil es wäre Spoiler für die Leute, die sich das Ganze hier nur so anschauen. Aber das Ende, was Isayama hier gedroppt hat, ist eins, wo ich glaube, dass aktuell sehr viele Leute enttäuscht sein werden. Ich glaube, das ist ein Ende, was wachsen wird. Ich denke sehr stark, dass dieses Ende von Attack on Titan mit der Zeit gehen wird und wir, wenn wir das Ganze nochmal Revue passieren lassen, vielleicht eine andere Meinung dazu haben werden. Ich für meinen Teil muss jetzt schon sagen, ich finde das Ende von Attack on Titan wirklich gut und das kommt von jemandem, der im Vorfeld gerade durch die Spoiler eine sehr, sehr gemischte Meinung hatte. Aber wo ich nochmal in mich gegangen bin, und das hört sich vielleicht ein bisschen extrem an, weil es immer noch nur ein Manga ist, aber trotzdem muss ich sagen, dass Isayama etwas gebaut hat, was vielleicht der perfekte Weg gewesen ist und die Lösung, die ich im Kopf hatte, wäre vermutlich zu einfach gewesen. Isayama hat uns hier eine Story gegeben, die wirklich unglaublich zum Nachdenken anregt und gerade das Ende haut dabei nochmal sehr stark rein. Also, das beendet so ziemlich die spoilerfreie Sektion dieser Review, weil auf viele Sachen kann ich erst mit Bezug eingehen. Also, liebe Anime-Onlys oder kuriose Zuschauer, schaltet an dieser Stelle ab. Ich werde nun über das reden, was im Manga Kapitel 139 passiert ist. Wow. Zuallererst, Eren Yeager ist von der Conception, wie ich ihn wahrgenommen habe, ein Charakter, den ich immer verstanden habe und auf der gleichen Art und Weise nie richtig verstehen konnte. Eren Yeager mag vielleicht auf den ersten Blick in diesem Kapitel einfach geschrieben sein, aber was Isayama getan hat, ist verdammt schwer, wirklich so in der Form abzuziehen. Wir erfahren hier die wahren Gründe, warum Eren sich gegen alle gestellt hat und die Welt auslöschen wollte. Erens Ziel war kein richtiges Ziel. Das, was er tun wollte, war es, sich zum Bösewicht zu machen, damit seine Freunde ihn umbringen können. Dadurch würde die Menschheit verstehen, dass obwohl Armin und Co. Inselteufel sind, also die von Parody Island, haben sie sich für das Wohl der Menschheit gegen Eren gestellt, um ihn aufzuhalten. Das würde Armin und Co. zu den Helden dieser Geschichte machen und würde vielleicht einen Weg zum Frieden ebnen. Denn Eren hat mit dem Rumbling, also mit den ganz vielen Titanen, 80% der gesamten Menschheit ausgelöscht. Selbst wenn die anderen Menschen danach Krieg führen wollen würden, könnten sie es nicht, da sie nicht die Ressourcen besitzen. Was Eren getan hat, war es, einen Weg zu ebnen für eine Zukunft. Und
Hier kommen wir zu dem, was Eren eben nicht zum heldenhaften Ritter macht, der alle wirklich befreit, sondern zum, ich weiß nicht, vermutlich tragischsten Charakter in Anime History. Ich habe nicht alles gelesen, es gibt sicherlich mehr Charaktere und Lelouch gehört natürlich auch dazu, aber das, was Eren getan hat, ist unglaublich. Wirklich, ich bin geschockt, ich habe immer noch keine Worte dafür. Kommen wir erstmal zu meiner Idee oder zu der Idee, die das Fandom lange gehabt hatte. Viele Leute waren der Meinung, dass Eren jemand ist, der nur seine Leute beschützen möchte, was teilweise auch stimmt, und er deswegen alle anderen auslöschen wird. Deswegen war er so böse, deswegen war er so kühl, weil er alle anderen töten wird. Und viele wollten eben dieses Ende haben, wo Eren Jäger in Blut der anderen badet und der böseste Mensch auf Erden ist und nur Perry, die noch irgendwie am Leben ist. Aber ich war nie Teil von diesem Camp. Ich fand, um sein Ziel zu erreichen, musste er ein riesiges Blutbad anrichten. Aber Eren war nie froh darüber oder es hat ihm nicht was gegeben, was ihn glücklich gemacht hat, andere Menschen umzubringen. Das war nie Eren Jäger, zu keinem Zeitpunkt. Und wir bekommen hier enthüllt, dass Eren ein unglaublich tragischer Charakter ist. Bevor ich jedoch dazu komme, möchte ich noch kurz die Idee ansprechen, die ich und auch das Fandom lange hatten, wie Attack on Titan hätte enden können. Der Grundgedanke war, dass Eren mit Hilfe der Kraft des Urtitan von Ymir einen Reset auslösen würde, was bedeuten würde, dass er die Welt neu starten würde. Doch dieses Mal würde Ymir niemals mit dem Lebewesen in Kontakt treten, was den Ursprung der Titan ausgelöst hat, was heißen würde, dass Attack on Titan zu unserer eigenen Welt werden würde. Das Rumbling wäre also so etwas wie die letzte Prüfung der Menschheit, dass eben die Menschen endlich lernen, dass der ewige Hass sinnlos ist. Und das haben die Menschen ja auch schlussendlich eingesehen. Wir hatten auch viele Vorstellungen auf so eine Art von Ende, mit eben Gebäuden in Attack on Titan, die eben echte Gebäude aus unserer Welt darstellen sollen. Isayama hat Special-Seiten gezeichnet zu seinen AOT-Charakteren, die in einem Highschool-Setting leben und man kann auch sagen, wir hatten Attack on Junior High gehabt. Ich hatte geglaubt, dass Attack on Titan ein Brief an die Menschheit sein soll, dass das gegenseitige Verständnis zu Frieden führen würde. Und diese Message stimmt auch immer noch. Nur ist Isayama eben den schwierigeren Weg gegangen und hat uns Zuschauer keine eindeutige Lösung hinterlassen. Die Welt wird hier nicht resettet und die Konsequenzen, die Erens Rumbling mit sich getragen hat, bleiben hier bestehen. Eren ist kein Mastermind oder hatte eine Lösung für alle. Im Endeffekt war Eren niemand mehr als ein kleiner Junge, der Freiheit erreichen wollte und der von diesen Ketten beherrscht wurde, denn was uns hier mitgeteilt wird, ist wirklich schockierend. Durch die Kraft des Urtitan hat Eren Vergangenheit sowie Zukunft gesehen und die Zukunft sowie die Vergangenheit gesehen. Das bedeutet, selbst als seine Mutter umgebracht wurde, hatte Eren die Sicht darüber. Er hat die Sicht von Dina Fritz übernommen. Und da er gesehen hat, dass Berthold da ist, hat er sie zu seiner Mutter geschickt, weil er ganz genau wusste, dass Berthold zu diesem Moment nicht sterben darf. Das bedeutet, was Isayama uns damit sagen möchte, ist, Eren wurde von der Vergangenheit und von der Zukunft so sehr beherrscht, dass er nicht mehr wusste, was ist. Er wollte die Zukunft ändern und damit musste er auch die Vergangenheit ändern. Und dadurch, dass die Vergangenheit sich geändert hat, hat sich die Zukunft geändert. Eren ist komplett zusammengebrochen. Das macht ihn eben menschlich. Er hat immer weitergemacht, weil er eben geglaubt hat, dass er der Einzige ist, der das tun kann und der es tun muss. Eren hatte keinen Masterplan, um alle zu retten. Das Einzige, was Eren hatte, war der starke Wille nach Freiheit und die Erinnerung, die er durch das Küssen von Historias Hand erlangt hat. Er sah eine Hölle hinter der Hölle. Eren hat seine Zukunft gesehen und dieser Fakt hat ihn komplett zerstört. Er sah sich selbst, wie er unzählige Menschen getötet hat. In dem Glauben daran, dass nur er das tun kann und es der einzige Weg ist, frei zu sein, hat er immer weitergemacht. Er hat die harte Fassade gespielt, alle von sich distanziert, um dieses Endziel zu erreichen. Eren hat gesehen, wie er einen Massenmord in dieser Größe durchzieht und war geschockt, bis er zu dem Schluss kam, dass er nichts gegen das Schicksal tun kann. Die Kräfte eines Titan haben ihn nicht frei gemacht. Im Grunde genommen sind sie seine wahren Ketten gewesen. Sowohl das Wissen darüber, was passieren wird, und das starke Verlangen nach Freiheit, was sein Vater ihm aufgebürdet hat, haben ihm alles genommen. Wie Eren als auch Kenny sagte, wir lassen uns eben alle von irgendetwas antreiben. Eren hat die Kraft bekommen, frei zu werden, doch das wurde zu seinem Verhängnis. Als er damals die andere Seite der Welt gesehen hat, machte er dieselbe Erfahrung wie Reiner. Sein Leben lang dachte er, dass jenseits des Meeres nur seine Feinde warten. Eren wurde jedoch enttäuscht. Er verstand, dass dort auch nur Menschen leben. Das haben wir durch den kleinen Jungen, den er gerettet hat, verstanden. Eren war hier im Konflikt mit sich selbst. Er hat eine
einen kleinen Jungen gerettet, den er später sowieso umbringen würde. Es gab keinen Masterplan oder eine Möglichkeit zu entkommen. Eren kam zum Schluss, seine eigene Freiheit zu opfern, um die Freiheit für alle anderen zu erlangen. Doch selbst das ist nicht so einfach. In seinen letzten Momenten mit Armin in den Faden sahen wir, dass Eren zusammenbricht und nicht möchte, dass Mikasa einen anderen Mann als ihn hat. Ein Moment der Schwäche, der sehr off-character-mäßig wirkt, aber es überhaupt nicht ist. Den harten Kerl, der alle führt und die Antwort auf alles hat, hat Eren nur gespielt. Man könnte sagen, so wie Grisha ihn gespielt hat. Eren hat hier einen Moment der Schwäche, weil er merkt, dass er nie wieder so mit Mikasa Zeit verbringen kann, wie er es immer getan hat. Das soll uns Erens Menschlichkeit zeigen. Er ist so weit vorangeschritten, ohne zurückzugehen, dass es nun kein Zurück mehr gibt. Das Verlangen nach Freiheit und dafür alles zu tun, um so ein lebenswertes Leben zu erlangen, war das, was Eren im Endeffekt zerstört hat. Aus diesem Grund hatten wir ein paar Chapter zuvor die Message mit Armin und Sieg, dass die kleinen Dinge im Leben wertvoll sind. Das Rennen zu einem Baum, dass dieser einen Moment wertvoll ist oder das einfache Gefühl der Genugtuung, wenn man einen Ball fängt. Diese Momente sind vielleicht die Momente, die das Leben wirklich wertvoll machen, aber die wir als Menschen nicht ganz wertschätzen können. Das alles hat Eren komplett aus den Augen verloren. Er wurde von der Zukunft gelenkt und hat sich im Endeffekt selbst zerstört. Eren droppt in diesem Kapitel viele Dinge wie: Ich weiß nicht, wieso ich es getan habe, aber ich habe mich einfach danach gefühlt, in Bezug dessen, warum er überhaupt das Rumbling ausgelöst hat. Was sich hier danach anhört, als wäre Eren komplett dumm und im letzten Kapitel versaut worden. Was wir Leser aber verstehen sollen, ist, dass Eren nur ein Mensch ist und sein Wissen über Zukunft und Vergangenheit waren keine Waffe. Es hat ihn vom Weg abkommen lassen. Eren zeigt uns, wie der Hass der Menschen sich auf unsere Welt auswirkt. Dieser ganze Hass haben einen Menschen wie Eren, der nur Freiheit für alle und ein schönes Leben wollte, vollkommen kaputt gemacht. Eren wollte nicht Krieg. Er trat dem Aufklärungstrupp damals nur bei, weil er Freiheit wollte. Im Grunde genommen war er zwar ein Schreihals, der alle umbringen wollte, doch in der Kernessenz wollte er niemals irgendjemanden umbringen. Ich glaube, das Ende von Attack on Titan ist unglaublich schwer zu entschlüsseln. Jedoch sehen wir durch die Conclusion der Serie sehr stark, dass Erens Psyche zusammengebrochen ist und er sich an die Zukunft geklammert hat, die er eben gesehen hat. In seinem ganzen Leben hat er schließlich immer nur Grausamkeit sehen müssen. Auch wenn es schöne Dinge gab, hat er diese schon längst aus den Augen verloren. Er macht immer weiter, akzeptierte sein Schicksal und suchte trotzdem nach einer Lösung. Und diese fand er, indem er seine Freunde zu den Helden machte, indem er eben zum absoluten Bösen der ganzen Welt wurde. So wie es Historia damals gesagt hatte, denn sie ist der absolute Endgegner geworden, weil sie eben Eren befreit hat. Armin dankt Eren auch hier dafür, dass er zum Wohle der Menschheit zu einem Monster wurde. Was Isayama uns nun damit sagen möchte, dass Eren für die Freiheit seiner Leute gestorben ist und es dennoch Krieg gibt, dazu kommen wir gleich nochmal ein wenig mehr zu sprechen, denn ich denke, das ist so ziemlich die schwierigste Message im gesamten Kapitel. Also, wir haben noch Himie, die wirklich essentiell wichtig ist für das Ende von Attack on Titan. Wir erfahren hier, dass sie trotz allem in Karl Fritz verliebt war. Obwohl sie so schlecht behandelt wurde, konnte sie sich nicht lösen und handelte jahrtausende lang wie ein Sklave nach seinem Willen. Mal abseits dessen, was man von dieser Liebesgeschichte von Himie und Fritz halten mag. Denn gerade das ist eine Sache, die ich persönlich sehr komisch finde. Wobei es auch gut sein kann, dass ich einfach nicht smart genug bin, um diese Liebe wirklich verstehen zu können. Wie dem auch sei. Wir haben hier Mikasa, die Himie von ihren Ketten erlöst. Sie zeigt Himie hier auf, obwohl sie so stark in Eren verliebt ist, war sie bereit, zum Wohle ihres Geliebten diesen umzubringen. Man könnte ihr vielleicht sagen, dass Ymir die Verkörperung des Hasses von anderen Menschen ist. Wie wir alle wissen, hat sie wohl das mit härteste Schicksal von allen Charakteren in dieser Serie erfahren. Sie wurde verurteilt, geschlagen, beinahe getötet, nur ausgenutzt und hatte eigentlich kein richtiges Leben. Vielleicht gerade weil ihr Schicksal so grausam war, klammerte sie sich verzweifelt an eine falsche Liebe an König Fritz, denn ihr ist nichts anderes mehr geblieben. Und dieses Zerstören einer menschlichen Psyche führte schlussendlich dazu, dass beinahe die gesamte Welt untergegangen ist. Förmlich so, als hätte die Menschlichkeit sich selbst zerstört. Das wäre vielleicht eine Idee, das Ganze zu betrachten, denn man kennt das Ganze ja. Einen bösen Spruch in der Schule zu droppen, mag zwar nicht wirklich gravierend sein, aber das ist ja erst der Stepping Stone, es ist der Anfang. Und genau dieser Anfang, dass Yimi eben verurteilt wurde dafür, dass sie die Schweine rausgelassen hat, hat dazu geführt, dass ihr ganzes Leben ein absoluter Horror gewesen ist. Yimi sieht also hier, dass Mikasa trotz ihrer wahren Liebe an Eren diesen töten konnte. Dadurch konnte sie auch endlich ihren Fluch brechen und so die Welt von den Titanen befreien, wodurch Eren auch indirekt seinen Traum seit Folge 1 wahrgemacht hat
und jeden einzelnen von ihnen ausgelöscht hat. Ich gehe gleich nochmal ein bisschen mehr auf Eren ein. Ich möchte definitiv auch nochmal auf die anderen Punkte eingehen, die wir hier in diesem Kapitel gesehen haben. Weil rein von dem her, wie das Ganze beendet worden ist, muss ich sagen, hat Isayama das sehr, sehr nah ans Herz gebaut. Das ist, glaube ich, jedem Fan klar, der dieses Kapitel hier gelesen hat. Denn wir sehen, dass alle Titanen sich zurückwandeln. Also Connie und John haben sich ja verwandelt und die anderen, aber das war natürlich klar, dass sie sich zurückwandeln. Also, wie gesagt, das war jedem Zuschauer klar. Sie bekommen auch hier die Erinnerungen und verstehen nun, warum Eren all das getan hat, um eben seine Freiheit für ihre Freiheit zu opfern. Wir haben natürlich viele Wiedersehen, wie zum Beispiel Annie mit ihrem Vater, was interrupted worden ist, oder auch Sascha, die wir ganz kurz sehen, wo Connie und John nochmal den Moment, die haben, der wirklich sehr, sehr süß gewesen ist, aber meine Fresse. Levi ist wirklich von Anfang bis Ende gegoatet, also Levi ist unfassbar. Dieser kleine Titan hat alles überlebt und ist hier als letztes vom Aufklärungstrupp, wie er alle anderen sieht und dann nochmal Shinzo wo Sasagio raus. Also, ey, wenn da keine männlichen Tränen droppt, ne, dann weiß ich halt auch nicht, was los ist. Es war eine unglaubliche Szene mit Levi. Es hat mich so hart gecatcht, wirklich. Es ist sowas von schön. Wenn das im Anime kommt, bin ich einfach nur dead. Auch Rainer und seine Mutter bekommen hier ihr Wiedersehen und seine Mutter kann auch das wahrmachen, was sie vorher gesagt hat. Sie möchte Rainer nicht mehr ausnutzen, sie möchte ein normales Mutter-Sohn-Leben mit ihm leben und ist sehr froh darüber, dass Rainer nun keine Kräfte mehr, die Titan hat, denn dieser Fluch ist gebrochen, die Eldia sind nun normale Menschen. Mikasa nimmt hier den Kopf von Eren mit und verschwindet und wir sehen hier wieder mal die Grausamkeit dieser Welt, denn die Eldier sind keine Eldier mehr. Keiner von ihnen kann sich in Titan verwandeln. Das Ganze wurde gebrochen. Trotzdem ist das Militär hier so weit, gegen sie Krieg zu führen. Der Krieg geht also weiter. Der Krieg hört hier nicht auf. Aber Armin Allmann ist hier da, um zu sagen, dass sie nicht mehr kämpfen können. Denn es ist ja der Beweis, wenn sie es könnten, dann würden sie sich verwandeln. Aber da sie es nicht können, tun sie es hier nicht. Und es ist natürlich hier eine Referenz an die Szene von Anfang, wo Eren sich in Titan verwandelt hat und Armin gesagt hat, wenn du die anderen überzeugen kannst, werde ich nicht kämpfen. Und dabei hat Armin natürlich versagt. Pixis war derjenige, der sie hier nochmal gerettet hat. Aber nun ist Armin derjenige, der Mann, der Eren hier getötet hat. Und hier schafft er es fürs Erste, einen Waffenstillstand auszulösen. Diese Szene ist natürlich gravierend für den Attack on Titan Manga und für Armin als Charakter. Denn wie wir alle wissen, hatte er lange daran zu kämpfen, dass er geglaubt hat, dass er nicht die richtige Auswahl gewesen ist und Erwin eigentlich derjenige war, der das Ganze hätte überleben sollen. Doch wir erfahren in diesem Kapitel nochmal, wie sehr Eren Mikasa eigentlich liebt. Aber dadurch, was er Armin hinterlässt oder was sein Plan natürlich beinhaltet hat, sehen wir, wie sehr Armin schätzt. Seine Meinung über Armin hat sich über diesen ganzen Verlauf der Serie nicht geändert. Seit Tag 1, seit Folge 1 war er immer der Überzeugung, dass Armin das Talent dazu hat, die Leute zu vereinen. Er weiß ganz genau, wie man spricht und einfach gesagt hat Eren Armin vertraut, weil Armin einfach Armin ist. Er ist derjenige, der wirklich alle verstehen kann, alle Blickwinkel verstehen kann und er ist derjenige, der es wirklich möglich machen könnte, einen Weltfrieden zu erreichen. Und genau deshalb ist er auch derjenige, der der Held der Menschheit werden musste. Es vergehen also hier 3 Jahre und ich kann es nicht fassen. Pharma-Kun hat sich einfach Best Girl Historia geklärt und tatsächlich ein Kind mit ihr. Also es war die ganze Zeit mit Historia und Eren eine falsche Route, die Isayama gebaut hatte, dass das Kind eben nicht von Eren ist. Eventuell hat er selbst drüber nachgedacht, ob er diesen Plot nutzen wird oder eben nicht. Weiß ich nicht, aber ja. Es kann auch die Einfachheit des Lebens beschreiben, dass Historia sich auch dafür entschieden hat, die einfachen Dinge zu genießen, wie eine Familie zu haben und anders als bei ihrer Familie für ihre Tochter da zu sein. Also es hat auch etwas Schönes, kann man hier sagen. Und nun kommen wir zu der Sache, die Isayama hier sehr interessant getackelt hat und die sehr schwierig ist, im ersten Moment wirklich nachzuvollziehen bzw. in eine Wertung zu stellen. Denn Attack on Titan ist ein Werk, was sich um Freiheit dreht. Und es war immer die Frage, wie wir diese Freiheit, dieser Frieden erlangt. Denn die letzten Chapter haben dazu gedient, dass jemand wie Connie zum Beispiel Rainer verstehen konnte, weil er war in der gleichen Situation. Connie musste einen alten Kameraden von ihm umbringen, um sein Ziel zu erreichen, Eren zu stoppen. Und dabei hat er den gleichen Verrat gespürt, den Rainer damals begangen hat. Denn er hatte keine andere Wahl. Und unsere ganzen Charaktere, John, Connie, Magath,
wer auch immer, alle, die konnten sich gegenseitig verstehen und verstehen, dass der Hass der Welt sie zu dem gemacht hat, wer sie wirklich sind. Und deswegen sage ich es ja mal auch immer wieder, versuch deinen Gegenüber nachzuvollziehen, bevor du ihn verurteilst oder hasst. Das ist für mich die Message, die Attack on Titan liefert. Und durch diese Message und durch dieses Verstehen konnten unsere Leute ja auch schlussendlich Eren besiegen. Trotzdem sehen wir hier, dass der Hass nicht aufhört. Parody Island hat nun eine Armee und sie wollen immer noch weiter kämpfen, weil sie, naja, auch keine andere Wahl haben. Denn der Hass der Welt ist nicht so einfach weg. Wir sehen sogar, dass das Flügel der Freiheitssymbol durch Waffen ersetzt wird. Und es hat eine unfassbar starke Wirkung, weil das zeigt uns das Dilemma der Welt auf. Egal was passiert, die Menschen hassen sich immer weiter. Ich würde wirklich sagen, Isayama geht wenig in die Richtung zu sagen, Hass der Menschheit ist leider Gottes, nicht so einfach zu besiegen, aber die kleinen Dinge und das Verstehen des Gegenüber ist eben der richtige Weg, um dorthin zu gelangen. Deswegen haben wir ja auch Reiner und Co., die alle eine Fraktion gebildet haben, und Armin geht ja jetzt nach 3 Jahren wieder zurück auf Parody, um eben den Weg zu ebnen, um eben eine Welt zu schaffen, wo man sich gegenseitig nicht hassen muss. Isayama sagt uns quasi hier, auch wenn die Titanen weg sind, die Menschen finden immer einen anderen Grund, sich zu bekriegen und sich zu hassen. Das Gefühl des Hasses ist super schwer zu überwinden, aber Armin möchte sich dennoch dieser Aufgabe stellen, denn das ist das Vermächtnis, was Eren ihn hinterlassen hat. Und genau diese Gruppe kann es doch erreichen, denn sie waren alle Feinde und arbeiten jetzt zusammen, weil sie sich eben verstehen können und alle auf eine bessere Zukunft hoffen. Es ist eben ein sehr tragisches Ende, denn wir haben kein Happy End für Eren, kein Happy End für Mikasa, wir haben kein Happy End für die Welt. Es fühlt sich so an, als würde der Kreislauf des Hasses, des Krieges immer weitergehen. Aber das ist halt auch diese Doppeldeutigkeit von Isayama, dass er uns hier sagt, dass das Ganze nicht so einfach zu besiegen ist, dass es sehr schwierig ist, diesen Weg des Friedens zu gehen. Armin möchte diesen Weg dennoch gehen. Und er hofft, dass durch ihre Geschichte die Menschen langsam verstehen können, dass der gegenseitige Hass einfach keinen Sinn macht. Denn wir sehen hier auch, wie Gabi und Falco mit Levi chillen. Es ist einfach eine schöne Sache zu sehen. Und also, man kann ja sagen, was er möchte, aber Onyan Kompon ist ja mal überfresh. Der Boy hat alles überlebt und ist überfresh. Zu guter Letzt sehen wir dann Mikasa an dem legendären Baum, wie sie alleine sitzt neben dem Grab von Eren und ein Vogel zu ihr rüberkommt und den Schal ein wenig pickt und ihn Mikasa halt umlegt. Wie Eren gesagt hat, ich werde diesen Schal noch viele Male umlegen. Ja, es ist ein sehr, sehr tragisches Ende und Eren ist, wie gesagt, das hat man auch oft als Zeichen schon gehabt, als Vogel reinkarniert, was sehr schön gelöst worden ist, weil der Aufklärungstrupp war ja in Attack on Titan immer das, was am meisten für Freiheit gestanden hat. Wie ihr alle wisst, hatte man eben als Emblem die Flügel der Freiheit und Eren ist nun im wahrsten Sinne des Wortes zu diesen Flügeln der Freiheit geworden. Es sind die einfachen Dinge, wie einfach durch die Luft schweben und frei zu sein. Genau das hat Eren hier erreicht. Und jetzt haltet euch fest, denn Attack on Titan Staffel 1, Ending 1 war ein Foreshadowing auf das Ende der Serie. Wir sehen in diesem Ende nämlich, wie Mikasa ihren Schal verliert und dann auch eine Transition macht in das Erwachsene-Dasein, was natürlich hier den Verlust von Eren symbolisieren kann, denn der Schal stand immer für Eren und dieser Eren ist eben nicht mehr in dieser Welt. Ja, in diesem Ende hat sie zwar noch den Schal, aber obviously in diesem Ending ist das Ganze natürlich im übertragenen Sinne gemeint und wir sehen in diesem Ending auch einen Vogel, der wegfliegt und Mikasa schaut hinterher. Ich möchte gerade hier nochmal betonen, dass Eren in keiner Form ein Held oder sonst irgendwie sowas in der Art ist. Er hat Unzählige getötet und Isayama möchte ihn hier auch nicht in ein gutes Licht stellen. Gerade das Zusammenbrechen in den Faden und dass der Vogel, also Eren, Mikasa den Schal umlegt, obwohl er eben wollte, dass Mikasa diesen weglegt, um frei zu leben, soll hier nochmal ein weiteres Mal etablieren und klar machen, dass Eren auch nur ein Mensch ist. Isayama hat Eren bewusst so aufgebaut, dass wir den Eindruck gewonnen haben, dass er ein großes Endziel hat. So etwas wie eben ein Loop oder ein Reset der Welt. Wir haben gedacht, dass Eren irgendwas Magisches wusste, von dem wir eben nicht wussten. Doch Erens Titankräfte waren seine größten Ketten, die sein reinherziges Wesen komplett zerstört haben. Obwohl die Titanen nun verschwunden sind, lechzen die Leute nach Krieg und selbst die Garisten existieren weiterhin. Doch die Gruppe, die sich eigentlich am meisten hassen sollte, eben Reiner und die anderen, haben sich zusammengeschlossen, um eine bessere Welt zu erschaffen. Ich glaube, das kann man als Message von Attack on Titan sehen. Die Menschen bleiben weiterhin blind, bis sie wirklich aufwachen und sehen,
dass ihr Nachbar eigentlich gar nicht so ein schlechter Typ ist. Ich hatte mir vorgestellt, dass wir eine Lösung bekommen würden, die eben genau diese Message des gegenseitigen Verständnisses direkt an den Leser bringen würde. Aber gerade weil das Ganze ein so weltnahes und weltkritisches Thema ist, hat Isayama sich wohl für den indirekten Weg entschieden. Mir fällt es unglaublich schwer, das alles für euch zu entpacken. Es sind einfach wirklich aktuell sehr viele Gedanken, die bei mir herumkreisen, die ich gerne in Videoform für euch runterbrechen wollen würde. Aber wie gesagt, das zu ordnen bei so einem Ende ist sehr, sehr schwierig, denn es ist absichtlich so offen gelassen worden mit so vielen Fragen, um eben genau das zu erreichen, dass wir über diese Geschichte nachdenken, dass wir zu einer eigenen Conclusion kommen, was denn Attack on Titan für uns als Menschen für eine Bedeutung einnimmt. Im Endeffekt ist es nur ein Manga oder ein Anime, deswegen sollte es nur unterhalten, aber ich glaube, gerade so eine Geschichte konnte auf jeden Fall dem ein oder anderen wirklich viel beibringen. Ich werde sicherlich noch in dieser Karriere als YouTuber ein Video komplett Eren Jäger widmen, vielleicht wenn der Anime dann vorbei ist oder wann auch immer. Fürs Erste ist es das gewesen von meiner Review zu dem letzten Kapitel. Wie gesagt, die Gedanken kreisen noch herum. Es ist eine einmalige Erfahrung, muss ich sagen, was ein Ende einer Serie angeht, und natürlich seid ihr in den Kommentaren offen, egal welche Meinung ihr zu dem Ganzen habt, ob ihr das Ganze noch besser findet als ich oder ob ihr das Ganze absolut scheiße findet, seid einfach respektvoll, nicht nur meinen Kommentaren, sondern einfach generell mit eben anderen Leuten, denn nach so einem Ende können wir eigentlich nicht miteinander streiten, denn verschiedene Meinungen sind okay, aber wie gesagt, Eren hat es tausendmal erwähnt, habt auch Verständnis für euren Gegenüber, für die anderen Menschen. Also, soviel zum Thema Deep Talk. Ich bin heute raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo auf den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.